Hallo und Servus zu 17:30. Wir beginnen mit einem äußerst mysteriösen Fall. Und zwar ist in Wittislingen in Schwaben eine komplette Handball-Nationalmannschaft spurlos verschwunden. Es handelt sich um 23 Männer aus Sri Lanka, die vermisst werden. Christina Prüfer jetzt mit Einzelheiten. Sonntagabend habe ich noch eine Maschine voll Wäsche mit reingenommen, damit wir den armen Buben auch noch was wascht, weil sie noch drei Wochen unterwegs sind. Bringt dann die saubere Wäsche mit auf und dann sind die einfach fort. Und habe dann eben am Montag auch das Frühstück hergerichtet, um 7 Uhr war ausgemacht. Und dann, ja, was 8 Uhr, kommt halt heute nach 8:45, 8:30. Und dann haben wir uns langsam Sorgen gemacht und ja, und haben uns halt gesucht. Die erste Vermutung: Die Nationalspieler haben sich beim Joggen im Wald verlaufen, denn ihre Turnschuhe und Trainingsanzüge fehlen. Kurz nach 10:30, da haben wir dann erst den Brief gefunden. Der lag auf dem Koffer drauf und dann stand halt drin, dass sie sich halt bedanken für alles, man soll nicht mehr böse sein.